Wie hört ihr mich denn? Verena, oder wer ist das? So, jetzt höre ich gerade gar nichts. Super, okay. Verena, wir hören dich sehr gut. Jetzt höre ich den Jochen nicht mehr. Ach so, was ist Der wieder Jochen sagt doch Aufnahme? gerade gar nichts. Ach so. Schön. Doch, Jochen Also spricht dann. die ganze Zeit, aber meine Aufnahme hat sich, also Audio hat sich wieder wie Ah, die jetzt. Aufnahme verabschiedet. Nee, wir hören dich Ja, sehr gut. perfekt. Okay, gut. So, Charlie, jetzt erzähl du mal, sag mal, was machst denn du heute hier? Bist du aus dem Bett gefallen, hast gedacht, okay, heute ist nichts los draußen, mache ich mal ein Workout oder was los? Ja, ganz genau so, Jochen. Wetter ist schlecht. Wetter ist schlecht, kein Radl fahren, kein Berg gehen. Ja, Richtig. da muss ich zu Jochen gehen. Naja, super. Na gut, Dagmar, magst du noch mal ein bisschen kurz was erzählen über den Andi oder Andi selber, wie ihr wollt? Warum er da ist, wer er ist und so weiter. Kurz ein paar Worte. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob mein Ton mit unserem Bild zusammenpasst. Schätze mal nicht. Hört ihr Einigermaßen, doch, jetzt mich? geht's gerade, Ah, doch, jetzt geht's ein gerade. bisschen Leg einfach abgehackt, los. aber es geht. Ja. Genau. Der Andi ist unterstützend wegen einem Familienereignis bei uns im Haus. Und er ist Physiklehrer. Genau. Ich dachte Mathe. Ja, ich dachte auch Mathe. Wollte ich schon mal. Erst dachte ich, er kann unsere Reps dann gut zusammenzählen oder addieren, aber das wird dann wahrscheinlich nichts. Mist. Schauen wir mal. Wichtig ist, dass wir nicht mehr als der Jochen und die Adelaide haben, aber das wissen wir ja. Das ist eh Ja, gell? klar. Ah, das ist bekannt. Das ist ja bekannt. Ja, dann. Genau. Also du Und kümmerst dich so ein bisschen um den Andi. Du schreist bitte auch, wenn ich zu schnell bin bei irgendwas, gell? Und gebrieft. Andi mit seinem Knie muss halt ein bisschen gucken bei den Goblet Squats, ob das hinhaut. Alternativ macht er einfach dann Air Squats, wenn es mit Gewicht nicht geht. Also da kann man ja so ein bisschen hin und her switchen, ja. Sag mal. Ja. Hallo, hallo. Jetzt ist sie wieder weg. Also, die Verbindung ist wirklich schwierig, Dagmar. Hallo, hallo. Das ist ganz stehen geblieben. Ja, okay. Also, wir versuchen es mal und wir legen einfach mal los. Okay, also, unser Workout heute. Dann nehme ich mal meine Maus rüber. Die Logik kennt ihr schon, die haben wir schon mal gemacht, beziehungsweise die meisten von euch. Wir haben vier Runden. Eine Runde besteht aus sechs Durchgängen. In den Durchgängen arbeiten wir 30 Sekunden und haben 30 Sekunden Pause. Das heißt, in den ersten 30 Sekunden macht ein Teampartner Goblet Squats. Das war die Geschichte, wo wir unsere Dumbbell nehmen, hier vor der Brust halten. Warte mal, ich muss mal meine Kamera tiefer machen. Und Kniebeuge machen, 30 Sekunden lang, dann ablegen und wenn es wieder piept, und dann ist der Partner dran, 30 Sekunden, macht seine Wiederholungen. Dann wieder ich, dann wieder er und so weiter, bis jeder sechsmal Goblet Squats gemacht hat für 30 Sekunden. Das ist die generelle Logik, die ist soweit erstmal klar für alle, oder? Ja, genau. Danach habt ihr 90 Sekunden Pause. Und dadurch, dass der andere ja noch 30 Sekunden arbeiten muss, habe ich ja nochmal 30 Sekunden. Das heißt, jeder hat 2 Minuten Pause im Grunde genommen. Es sind aber nur 90 Sekunden, die angezeigt werden. Aber in Wirklichkeit sind es 2 Minuten. Dann gehen wir in den zweiten Abschnitt, da machen wir den Snatch. Da ist nur eine Besonderheit. Wir arbeiten A vom Boden und B immer erstmal ein Arm. Das heißt, erstmal nur meinetwegen rechts 30 Sekunden. Dann ist mein Partner dran und wenn ich wieder dran bin, mache ich die andere Seite 30 Sekunden. Wir machen also nicht alternierend heute. Okay. Okay? Sodass Ja. jeder Arm trotzdem dreimal dran ist. Insofern haben wir keine Disbalance, aber nicht alternierend arbeiten. Dann wieder die Pause. Dann kommen Wall Jumps to Shoulder Taps. Die habe ich selber noch nicht probiert, die habe ich mir gestern Abend ausgedacht. Mal gucken, ihr seht mich. Kein gutes Doch, ihr Zeichen. seht mich. So, ich mache einen Walljump, zack, und dann mache ich eins, zwei, zack, zack, eins,
zwei, zack, eins, zwei. Sind die gut zu sehen? Mhm, ja. Und Dagmar ist, glaube ich, rausgeflogen. Mist. Genau, das sind die Walljumps mit Shoulder Tap. Die sind auch klar. Dann wieder die Pause und zum Schluss Burpee over Object. Die erspare ich euch jetzt. Ihr wisst hier, dass ihr dann mit beiden Beinen über das Hindernis springt. Am besten über die Dumbbell, mit der ihr eh schon im Workout gearbeitet habt. Gibt es erstmal Fragen grundsätzlich noch dazu? Nein. Da wir unrund sind, denke ich, ist es bei dem Workout aber nicht so schlimm. Das heißt, eine Person arbeitet alleine und zählt einfach ihre Reps doppelt. Ja? Das heißt, ich würde, weil es Sinn macht, hier mit Adelaide arbeiten, Dagmar mit ihrem Andi, dann sind wir schon mal vier und dann haben wir noch Charlie, Verena und Svenja. Aber es ist wirklich Bockwurst, ob ihr jetzt alleine seid, weil ihr eh die 30 Sekunden Raste habt. Ja. Ich mach allein. Svenja, willst du allein? Ja. Okay. Ja. Dann hat sie mir schon die Entscheidung abgenommen. Okay, danke schön. Dann Charlie und Verena zusammen. Ja? Ja. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann machen wir noch ein bisschen Warm-up, bevor wir die Übungen mal durchgehen. Und im Warm-up habe ich ein bisschen was geändert. Wir machen drei Runden mit 30 diagonal Funke-Marie. Und zwar einfach hier seitlich Knie, zack, zack, zack. 30 Stück. Aber mit Zwischenhopser ganz locker. Und danach 5 Walljumps. Und da könnt ihr aber auch schon mal den Walljumps mit Shoulder Tap machen. Okay? Dann, ich mache trotzdem mal spaßhalber die Uhr an. Erstmal nur Knie, Dagmar. Bei Funke Marie erstmal nur die Knie. Ganz, ganz ruhig, Andi. Andi ist heiß wie Frittenfett. Ist ja Wahnsinn. Musik. So. Und. Ah ja, jetzt. Und 30 Wiederholungen. Dann die Walljumps mit Schultertaps. Gleich mal testen. Ihr könnt auch erstmal nur steigen. 5 Wiederholungen. Und dann kurz warten. Ja, genau, super. Der Andi braucht gar nicht so hoch gehen mit den Beinen. Okay, jetzt Dagmar, achte mal drauf, dass er diagonal arbeitet. Hände jetzt an den Kopf nehmen und Ellbogen berührt diagonal das Knie. 30 Mal, los geht's. Und dann machen wir jetzt vier Walljumps mit Shoulder Taps. Ich gucke mir das mal ein bisschen an bei euch. Los geht's. Jawohl, gut. Ah, schön, jawohl, gut, Svenja. Jawohl, Dagmar passt. Andi passt auch. Charlie versteckt sich ganz clever. Ja, bei mir ist so ein halber Jump wegen der Klinke. Du kannst jetzt hochsteigen alternativ. Ja. Ja, dann bist du ein bisschen sicherer. Okay, und die letzte Runde machen wir mit gestreckten Beinen diagonal. Los geht's.
Und nochmal drei Walljumps. Mach mal bitte die Kamera ein bisschen tiefer, Charlie. Drei Walljumps mit Schultertap. Ah, schön, Verena, gut. Genau, nur kurz im besten Fall unten antippen. Svenja, mit deinem Bein, du traust es dir mit dem Bein nicht zu, mit dem Sprung, oder? Nee, nee. Okay. Gut. Das war unser kurzes generelles Warm-up. Jetzt machen wir drei Runden mit sechs Mobility Squats. Mit Open Shoulder oder mit Aufdrehen, wie ihr wollt. Ich drehe lieber oben auf in den Halbmond. Also sechs Mobility Squats. Spannung unten schön rein. Entweder links, rechts aufdrehen oder Halbmond. Das überlasse ich euch. Ich mache einfach alles. Ja, ich auch. Ihr könnt ja abwechseln, meine genau. Meine Liebste. Andi, nur einmal links, rechts. Dagmar, guck mal, dass der Andi, wenn er runter geht, die Hände unter den Füßen lässt und kurz noch mal Spannung reinnimmt. Dass er die Schulterblätter jetzt zusammenzieht. Sieht eh gut aus. Ist, glaube ich, nur vom Ablauf her noch ein bisschen. Genau, lass die Arme zwischen den Knien, Andi. Danach machen wir sechs wunderschöne Hindu-Push-Ups. Hast du Dumbbells da, Verena? Ja. Sehr gut. Und dann, wenn ihr die gemacht habt, gehen wir in den Handstand. Kannst du an der Tür Handstand machen? Geht das? Und machen sechsmal Pass-Through mit dem Kopf an der Wand. Sag mal der Andi erstmal normal Handstand, wie er sich zutraut. Du kannst ihm ja zeigen, was die Übung ist. Charlie, du weißt Bescheid? Ich gucke gerade bei der Svenja. Guck mal, bei der Dagmar sieht man es auch schön von der Seite. Das sieht super ab. Ja. Genau. So, dann haben wir eine Runde geschafft und beginnen in die zweite Runde wieder mit Mobility Squats. Zweite Runde, Dagmar. Wieder sechs Mobility Squats mit Open Shoulder. Unsere Hindus. Sechsmal. Thank you.
Und wieder die Pass-Through im Handstand. 6 Wiederholungen. Neutral. Genau, und jetzt. Ah, gefällt mir gut, was ich sehe. Sehr gut, jetzt wartet ihr kurz bitte, bis der Silberrücken soweit ist. Aber wir nutzen die letzte Runde, um uns gleich in die Übung ein bisschen reinzuarbeiten. Wer also jetzt ein leichtes Gewicht hat unter seinem Workout-Gewicht, ich nehme jetzt mal eine 15er. Adelaide nimmt sich eine 10er Dumbbell. Charlie, du kannst hier ruhig jetzt eine 20er nehmen. Hauptsache nicht das Workout-Gewicht. Nicht 12? Wie du willst. Ja, kannst auch. Und dann gehen wir einfach mal gemeinsam die Übungen durch. Also, Svenja ist halt auch heiße Frittenfest. Svenja, nee, bitte warte mal. Ich muss auf Toilette, ich will Zeit haben. Ich muss auf Toilette, deswegen will ich schon mal ein bisschen vorarbeiten. Okay. Das ist der einzige Grund. Okay, dann machen wir gemeinsam mal bitte, wie viel machen wir denn? 8 Goblet Squats. Ich hätte sie heute gerne ganz so, wenn wir eine normale Dumbbell haben, dass wir die hier so greifen. Ich zeig's mal ein bisschen schräg. Hier, dass die Dumbbell praktisch nach unten guckt. Und dass wir hier 8 Goblet Squats bitte mal machen. Los geht's. So, dann gehe ich ablegen. Jawohl. Und dann kommt schon in der zweiten Runde, ich scroll mal ein bisschen hoch, damit wir das nachvollziehen können. Also das machen wir 6 Mal, diese Goblet Squats. 6 Mal 30 Sekunden, dass sie jeder 6 Mal gemacht hat. Dann kommt unser One-Arm-Snatch. Da machen wir jetzt mal, machen wir einfach auch mal 8 pro Seite, damit es sich lohnt. 8 Stück und beide Seiten berühren den Boden. Los geht's. Ihr könnt kurz ausruhen, Armwechsel. Ihr merkt schon, die sind auch nicht langweilig. Jawohl, gut. Und dann haben wir unsere Walljumps mit Schultertouch. Die haben wir jetzt schon geübt. Die machen wir jetzt nicht nochmal. Ich denke, die sind klar. Als letztes dann Burpee over Dumbbell. Schaut mal bitte zu mir. Achtet bitte wirklich drauf. Nochmal ein Tipp, den habe ich zwar schon ein paar Mal gegeben, aber ich werde nicht müde, dass die Hüfte, wenn ihr runtergeht, auf Dumbbellhöhe ist. Hier ist meine Dumbbell, hier ist meine Hüfte. Dann springe ich einfach nach vorne und mache einen Seilsprung. Ihr braucht keine Hüftstreckung, Oberkörper kann unten bleiben. Bitte auch mal jeder 6 Wiederholungen. Seitlich legen, Valerina, seitlich legen die Dumbbell. Ja, oder du springst von einer. Nee, das ist so wie du liegst sozusagen. Bei Dagmar sieht man es gut. Genau. Alles gut, genau so. Ja. Dann brauchst du auch nicht so weit springen. Jawohl. Und Charlie, du musst dich allgemein mal ein bisschen tiefer einrichten, bitte.
Andi, achte drauf, dass die Brust den Boden berührt bei jeder Wiederholung. Du brauchst keinen Liegestütz machen, du kannst sozusagen die Schlange machen. Jawohl. Bin mal im Bett. Jawohl. So, Svenja geht jetzt mal die Blase leeren. Und das war dann schon unsere letzte Übung. Da heißt es auch nochmal Vollgas, 30 Sekunden, 30 Sekunden Pause und Wiederholungen sammeln. Jeder schreibt von jeder Runde seine Wiederholung auf. Am Ende des Tages zählen alle Wiederholungen. Ja, und Verena, nee, wer war jetzt alleine? Svenja, die zählt einfach mal zwei. Verena und Charlie zählen ihre Wiederholungen zusammen. Dann habt ihr euer Ergebnis. Dagmar und Andi zählen alles zusammen. Und Edward und Jochen. So, gibt es Stand jetzt noch Fragen? Nee, glaube ich. Keiner spricht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also es geht los mit den Goblet Squats. Dagmar, nochmal ein Tipp für euch beide mit dem Andi. Ich weiß nicht, ob der Andi so hochintensives Training gewohnt ist. Ich weiß nicht, was er sonst macht. Man sieht, dass er sportlich ist, dass er sehr gute Bewegungen hat, dass er gute Mobilität hat. Ich weiß noch nicht mit der hohen Intensität. Also bremse ihn ein bisschen. Meistens sind, ja, die Neuen da sehr motiviert. Deswegen, Andi, erstmal ein bisschen Piano. Und wenn der schlecht werden sollte, einfach mal eine Runde aussetzen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil wir immer sehr hochpulsig arbeiten. Der Puls kommt wieder runter in den 30 Sekunden, dann knallt er wieder hoch. Und das auf Dauer muss man erstmal gewohnt sein. Ist er gewohnt. Ist er gewohnt. Gut, also dann kann ja nichts passieren. Und es ist schwieriger wirklich nur, dass wir nicht so viele Wiederholungen wie ihr beiden machen. Das ist ja eigentlich das einzige Thema. Das ist die Herausforderung, genauso ist es, ja. Also, Svenja ist noch auf Toilette, oder? Ja, Svenja ist noch voll an. Nein, die kommt schon. Jetzt kommt ich hole mir ganz schnell ein Handtuch, ich bin auch sofort da. Ja. Handtuch und Kotzeimer, mehr brauchen wir nicht. Genau. Aber Dagmar, wir können auch meine Wiederholung bei euch mit reinzählen, weil dann haben wir auf jeden Fall safe mehr zusammen. Nein, macht euch keine Gedanken. Der Jochen ist doch, nicht ich gut drauf. Schon. Der Jochen ist alt. Dagmar hat auch meinen Vorschlag gar nicht gehört. Ich ziehe gar keine Jubelschreie. Nee, zieh du mal deine zusammen. Also Dagmar ist heiß wie Frittenfett und Andi auch. Das wird heute ein hartes Rennen, deswegen sage ich nur mal, Edlard, heute muss ich dich ein bisschen mehr anstrengen. Ja? Nicht sonst wie so auf mich verlassen. Ja? Wie immer. So. Charlie, wie viel Gewicht hast du aufgepackt? 12,5. Ja, das ist gut. Okay, das ist gut. Verena, was hast du an Gewicht drauf? Ich habe eine 15er. Wirklich? Ja, ich habe auch eine 12,5er hier liegen. Okay. Nimm eine 12,5er. Dann lieber ein bisschen mehr Gas geben. Ich glaube, das passt besser. Wo ist jetzt meine 20er? Hat Edlard schon weggeräumt, wohl wissend, dass ich sie eigentlich gar nicht haben will. So. Also als erstes. Genau. Wer fängt an, Schatz? Oh Gott. Oh Gott, genau. So, ich stelle die Uhr um. Auf unsere 30-Sekunden-Logik. Willst du schreiben oder ich zusammen? Wie du magst. Du kannst gerne schreiben. Danke. Charlie, fängst du bei uns an? Ja, mache ich. Okay, ich bin so ein bisschen zeitverzögert, glaube ich. Also ich bin dann immer ein paar Sekunden hinterher. Okay. So, ihr seht jetzt nochmal den Timer, nur nochmal, damit ihr die Logik nochmal letztens verinnerlicht. Das heißt, ihr müsst jetzt 12 mal 30 Sekunden stehen, das seht ihr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann kommen die 90 Sekunden Pause und dann geht es von vorne los. Viermal der ganze Spaß
Das heißt also jeder 6x 30 Sekunden mit Pause arbeiten. Sollte jetzt endgültig angekommen sein, oder? Nicht, dass jeder irgendjemand wieder. Okay, und wir machen immer eine Übung erstmal fertig. Also wir wechseln nicht zwischendurch, sondern wir machen erstmal nur die Goblet Squats 12-mal. Also 6-mal pro Nase. Okay? Ja. Gut. Ich mache mal einen kurzen Musiktest. Heute müssen wir nicht so viel sprechen, ihr müsst nur das Piepen hören. Und wenn es piept, wisst ihr, dass ihr selber dran seid. Also ihr müsst euch nicht großartig abstimmen, trotzdem könnt ihr euch unterstützen und anfeuern. Ansonsten, von der Musik passt das so? Ja. Ja, reicht? Okay. Ja, ja. Gut. Dagmar, seid ihr fertig? Gut. Charlie, fertig? Ready. Jawohl. Verena? Jawohl. Svenja? Meine Blase ist leer. Alles klar. Okay, sehr gut. Und du kannst mal bitte, ich glaube, bei dir ist Musik, Svenja, wenn es dir nichts ausmacht. Nee, bei mir ist keine Musik. Irgendwo habe ich Musik. Bei mir ist Musik. Bei mir ist Musik im Hintergrund. Okay. Aber ich kann mich auch stumm schalten. Aber es geht. Nee, es geht. Ist nicht so laut. Wenn meine Fans gleich kommen. Gleich läuft auch bei uns auch Musik. Okay, Leute. Also, jetzt wird's ernst. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. 10 Sekunden. Los geht's. Fünfzehn. Noch 10. 5. Und wechsel. Wechsel. Oh Gott. Fünf. Jeder hat 3 Stück geschafft. Okay.
Letzte Runde für jeden. Unser kleines Warm-up. Ja, danke schön. Schönen Sonntag mal. Schönen Sonntag noch. Als nächstes der einarmige Snatch. Noch 30 Sekunden für die erste Gruppe. Eine Minute für die zweite. Ich fange an? Ja, musst du. Ja, sonst habe ich zu wenig Pause. Achtung, Gruppe 1. 10 Sekunden. Einarmiger Snatch. 5. 5. Denk dran, beide Seiten noch in den Boden und wechsel. Ja. Ich hab danach.
5. Halbzeit haben wir. Letztes Mal für jeden. Tempo halten, komm Leute. Jeder nochmal eine mehr. Ah!
Jochen, wie viel hast du gemacht? Wie viel Wiederholung? Pro Runde mal 11. Ah, sehr gut. Und du? Ich auch. Aber letzte Runde 12. Nö, da habe ich aufgehört nach 11. Oh Gott. So, noch 30 Sekunden für Gruppe 1. Walljump zu Shoulder Tap. Eine Minute Gruppe 2. Wir haben sozusagen die Hälfte geschafft, Leute. Füße müssen über Hüfthöhe rauskommen. Mehr ist nicht wichtig. Holz Hauptsache über Hüfthöhe. An der Wand. Und Gruppe 1 startet. Fünf. Oh, Halbzeit haben wir. Komm, Tempo halten. Yeah.
zweimal jeder. Sag mal, versuch im Schwing zu bleiben. Letzte Runde, noch einmal jeder. So, ein letztes Mal brauchen wir unsere Dumbbell. Wie rum machen wir es? So, oder? Ja, das wäre so lieber vom Platz her. Sonst reicht es mir nicht. Wenn es für dich okay ist, wegen der Länge. Sonst bleibe ich immer irgendwo hängen, weißt du? Das ist okay. Ach so, ja, ja. Ja, ja, okay. Nee, habe ich nicht. Was hast du denn mit den Knien? Verstehe ich gar nicht. Was? Anfang, los. Letztes Mal Burpee over. Hüftstreckung nicht notwendig. Vollgas. 6 Runden noch mal jeder. Weg. Hinter mich. Ah, das wird nochmal schön. Über die Dumbbell. Jawohl. 5. Ha ha ha!
Ach du Scheiße. Halbzeit haben wir gleich. Ne, haben wir schon. Zweimal jeder. Letzte Runde! Komm, komm, komm! Jeder Nummer 1 mehr! Wo ist das? Komm! 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 Ach, super Leute. Ach. Ach.
mal bitte 8 und 10 noch. Vorletzte 8, letzte 10. Sehr stark, Leute. Ich habe so einen ganz leichten Kotzi, habe ich. Einen ganz leichten, habe ich nicht oft. Leute, gib mir mal eine hohe 5. Verena. Sehr gut. Andi, sehr stark. Und ohne Taschenrechner bitte, Verena. Ja, ich habe keinen Stift, ich schreibe es im Handy auf, aber ja. Ach so, das ist okay. Das wird der Mann. Beim Rechnen cheaten wir nicht, wir cheaten nur beim Workout selbst. Wir machen es heute so, Dagmar, dass ihr zuerst ansagt und dann sagen wir an. Dann passt das wieder, okay? Nein, jeder rechnet seins zusammen und dann wird es mit den beiden, mit dem anderen addiert. Ach du Scheiße. Ach, hast du angefangen? Dann gibst du mir die Brille bitte. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, was machen wir jetzt? Das war doch jetzt das Warm-up, oder? Ja. Jetzt kommt das richtige Workout. Also ich bin jetzt warm. Ich auch. Jetzt springe ich in See. Hetzi, habe ich runtergeschluckt. Können wir weitermachen. Boah. Mein Gott. Runde 10 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 9, 51. Also, ich habe 296, Adelaide 340, macht nach meiner Rechnung 636. 636 für Teamgewinner. Ja. Wie viel hat Adelaide? 300? 340. Übel. Wie viel hast du, Svenja, für dich gezählt alleine? 100 Wiederholungen weniger als Adelaide. Also 240, also 480. 244.
244. 488 gesamt, ja? Ja. 488, Svenja. Charlie, Verena, nein, 615, ist es richtig? Ja, richtig, 615. Das war echt gezählt oder Rücksicht genommen? Du kannst den Screenshot machen, na, tatsächlich echt gezählt. Ja, ich meine, ich dachte nur, ihr habt ein bisschen Rücksicht genommen auf mein Alter. Was habt ihr für Gewichte gehabt, Dagmar? An die 17,5. Und 15. Und die 15. Sehr gut. Sehr gut, Andi. So, Svenja 15er nehme ich an. 15er und 16er nein. Sogar, gell? Nein, nein. Sag die 16er Kettlebell und die 17er ein halber. Ey! Wow! Boah, nicht schlecht. Very good. So, wir haben 20 für mich und 15 für Adlight. Und jetzt aber, Charlie und Verena, eure Wiederholungen. 2, 8, 9. Ja. 290. 290. Jawohl, ich hätte sagen. Macht 360, 359, ist das richtig? 459, ist das richtig? Nee, 559. Nee, 500. Nee, warte. 289 und 290 gibt es auch irgendwas mit. 79, 579. Ja. Ja. Und Charlie 12,5 und Verena auch 12,5? Auch 12,5, ja. Gut. Aber ich bin über die 15er drüber gesprungen. Ah, okay. Ja, ja. Ah, ja, dann. Ja. Wie viele Burpees habt ihr im Schnitt gemacht? Also Adlight, glaube ich, im Schnitt 11 und ich im Schnitt 8 oder 9. Ich habe 9 oder 10. Burpees. Sag mal 11. 10, 9. Wir waren nur bei den Walljumps, waren wir gleich mit 13 so ungefähr immer beide. Ansonsten hat Adelaide immer ein paar mehr gemacht als ich. Aber gut, die hatte auch bedeutend weniger Gewicht. Ja, ganz klar. Alles kleiner. Hier muss ich dich auf den Arm nehmen. So, Leute, wir haben noch einen kleinen Finisher. Wollen wir den noch machen? Oh ja, ich habe notiert. Was machen wir? 50 Banded Overhead Squats, 50 Banded Behind the Neck Extension, zeige ich gleich, und 50 V-Ups. Wir können es mischen, wie wir wollen. Das heißt, wir können einfach 5 Runden machen mit jeweils 10 Wiederholungen oder ihr macht die 50 am Stück, das ist euch überlassen. Das ist freie Einteilung. Also ich muss mich ausklinken, weil wir das Zimmer dann frei machen müssen und dann... Ja, okay, Verena. Ja. Dann macht euch noch einen schönen Tag und bis bald im Pfaffing. Ciao. Ja, morgen, übermorgen. Ciao. Ciao. Adelaide kommt auch gleich wieder. Ihr Sohn kommt gerade zurück von der Ausfahrt. Ich sitze auch einfach noch einen Augenblick gerne rum. Ja, ja, gammelt ruhig noch ein bisschen rum. Und ich kann euch ja schon mal zeigen, was ich meine mit was. Also... Warte mal, 20er, die muss ich da hinstellen. Die nehme ich wieder mit. Wir hatten übrigens schön unsere Dumbbells mit an der Ostsee und wir haben sie nicht einmal ausgepackt. Alles richtig gemacht. 20, 35, 45 Kilo im Auto umsonst mit durch Deutschland gefahren. 2000 Kilometer. Das lag aber nicht an mir. Das ist schön. Das stimmt. Also Leute, guckt mal bitte kurz zu mir. Ich zeige euch erstmal nur, welche Übungen. Ich weiß nicht, wie Andi bei den Overhead Squats zurechtkommt, aber das werdet ihr gleich sehen, Andi. Wir stellen uns in das Gummiband rein. Wir reinstellen, Andi. Stell dich mal rein. Dann über Kopf das Gummiband und hier Overhead Squats. Oh. Ja, gucke mal, jawohl. Reicht schon. Gut. Leider noch nicht. So, dann die Banded Behind the Neck Extension. Damit meine ich einfach, wir nehmen das Band doppelt. Warte, ich muss mir jetzt mal ein bisschen hoch machen, den Monitor. Also, wir greifen es so, wie es ist. Gehen über den Kopf und jetzt ziehen wir es in den Nacken. 1, 2, also hier können wir ruhig schön eng greifen, weil hier können wir richtig viel Kraft aufwenden. 3, 4,
bis der Nacken berührt wird. Gar nicht so tief, Andi. Bleibe oben an der Schulter, Andi. Und greif mal ein bisschen enger, Andi. Enger greifen. Jawohl. Ja, besser, genau. Gut, reicht schon. Und die letzte Übung ist der V-Up. Ich zeige ihn auch nochmal. Gestreckte Beine. Wir sind in der Hollow-Position. Und dann 1, 2, 3. Also das Klappmesser, auf Deutsch gesagt. Ja? Genau. Und ich würde empfehlen, 5 Runden mit jeweils 5 Wiederholungen. Da kommt man wahrscheinlich am besten durch. Oder? Mit 10, oder? Mit jeweils 10 Wiederholungen, Entschuldigung. Ich kann es schon nicht mehr rechnen. Ihr könnt aber auch die 50 jeweils am Stück machen. Wie ihr wollt, ihr Granaten. Ich mache ein bisschen Musik an. Und ich starte den Zeiter. Moment. Einfach, dass wir ein bisschen eine Orientierung haben. In 10 Sekunden starten wir. Los geht's. Nicht nach vorne kippen. Guck nach oben. Also nach vorne gucken. Nicht nach unten. Ich glaube, Adelaide macht alle durch. Erste Runde habe ich. Ich glaube, die Verbindung hat sich auch stabilisiert bei euch, Dagmar. Jippa! Thank you.
So, ich gehe jetzt in meine 40er Runde. Dabei sind die sonst wie Kopfstark. So, Svenja Maus. Noch einmal. Ja, ich komme. Ich komme endlich. Ja, ich stehe auf. Letzte 10 pro Übung. Ich kann nicht mehr halten. Vor lauter Schweiß. Very good. Super. Ach, ich brauche mal den Stuhl, Schatz. Du hast jetzt eingebaut, ich brauche mal den Stuhl. Oder den, die Box ist hier. Ah. So, Leute. Dann beende ich mal den offiziellen Teil.